Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Future Connected. Es wird Zeit, dass wir ein paar Noppon-Aufgaben erledigen. Das ist unser Plan. Schauen wir, was wir noch mehr von den Ponspektoren bekommen. Und was ist mit dir los? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen beim letzten Mal. Der hat anscheinend auch eine Quest für uns. Lavien, wer bist du denn? Hey, Augenblick. Könnte ich kurz einen Blick auf diese ID-Marke werfen, die ihr da habt? Wusste ich doch, die gehörte meinem Bruder, kein Zweifel. Meint ihr, ich könnte sie haben? Ja, natürlich, klar. Danke, ihr habt keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Aber wenn der Stafffresser Fliffy sie hatte, weiß, dass mein Bruder hat seinen Erzfeind aufgespürt und wurde besiegt. Wisst ihr, bei der Evakuierung von Alkamov hat mein Bruder die Telephi abgelenkt, um uns zur Flucht zu verhelfen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir es niemals bis nach Grandel geschafft. Er hat uns gerettet. Danach muss er wohl erfahren haben, dass der Schlafffresser Fliffy sich bei der Zoldnersiegelinsel rumtreibt. Ich wette, er wollte das Biest besiegen, um den Weg für alle jene zu sichern, die nach uns aus Alkamov kommen würden. Übrigens, mein Bruder trug auch so einen Armreif, ein Familienerbstück. Den habt ihr nicht zufällig ebenfalls gefunden? Das heißt wohl nein, schade. Meine letzte Erinnerung an ihn ist, wie er von Baru Plaza Richtung Zinnober Plateau lief. Ich habe bereits alles abgesucht zwischen dem Zinnober Plateau und hier, aber da war nichts zu finden. Falls ihr mir helfen wollt, schaut mal direkt auf dem Plateau nach. Ich wäre euch enorm dankbar, wenn ihr den Reif findet. Okay, da gibt's auch ein bisschen ordentlich Zeugs, dann klar, warum nicht? Es war ein verzierter Armreif, ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich. Jo. Trotzdem ist es immer so typisch Xenoblade, die einfach so viele Fetch-Quests immer haben. Ich fand, da waren die Blade-Quests bei Xenoblade 2 oft schon ein bisschen kreativer. Es gab zumindest relativ viel Handlung und das war ganz cool. Oh, nicht schon wieder Krom, ey, das ist so... Lass mal ganz kurz sehen, ob wir irgendwas umstellen können. Oder wir könnten eigentlich auf Schulk wechseln und könnten selbst ein Siegel draufklatschen, ganz im Ernst. Dass wir da einfach tilgen, dass die ihren blöden Move da nicht rausholen, ne? Das ist halt sehr nervig, wenn das sonst passiert. Ich habe keine Lust auf sowas. Wartet mal, ich bin ja völlig falsch. Aber ich wollte eigentlich noch Explosionen reinhauen. Ah, ja. Stimmt, ja, wir könnten jetzt auch nochmal aufsteigen, aber es müsste ziemlich teuer werden. Oh, es geht sogar noch, ist noch drin. Ja, Blitzelement definitiv. Immer. Immer. Das ist einfach super. Das will man haben, ne? Das ist schon top. Hier, Explosion wollte ich noch reinnehmen, statt der Hypnose. Weil in dem Kampf könnte uns halt sogar hilfreich sein. Ich muss mal gucken, wie wir das am besten machen. Ist halt an sich schon kein schlechtes Set so, bisher. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir halt Leute bewusst auf jemanden lenken können. Dass wir halt einen auf Hypnose stellen und dann kann der Rest irgendwas anderes machen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht der Fan von Schlaf in Xenoblade. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich muss Kompromisse eingehen. Nehmen wir uns doch raus. Nicht so ungut. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Können wir machen. Yo, ansonsten, lass mal sehen. Ja, wie gesagt, wir könnten theoretisch auch zur Schulk selbst wechseln. Das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn wir in Trance sind, können wir eine Explosion eigentlich direkt draufklatschen. Ich meine, wir kämpfen gegen eine Gruppe, ne? Das ist schon ganz cool. Sehr gut, das haben wir wunderbar getroffen. Erstmal mit physischer Abwehr drauf. Gift draufhauen. Und machen wir direkt Explosion, bitte. Oh, wie nice. Das ballert halt ordentlich. Also auch hier mal einen Doppelruf drauf machen mit Brand, das ist auch ganz gut. Wow! Oh, verdammt, mich hat's umgeboxt. Nein, sogar noch schlimmer Ohnmacht. Ja, kein Thema, das kriegen wir alles hin. Und macht den Hirnschock drauf, wenn wir schon dabei sind. Let's go. Yeah, das haut rein. Mit Regeneration. Zwei sind weg, ne? Ganz gut soweit. Wer hat gerade Aggro gezogen? Hast du Aggro gezogen? Lass mal heilen. Ja, das ist erledigt. Sehr schön, ausgezeichnet. Das lief doch wunderbar. Erstattet Tetrula Bericht. Ja, da haben wir dann wahrscheinlich einen weiteren. Sehen wir mal. Wenn der Noppon nicht schon wieder irgendwas anderes auch möchte. Manchmal lasst ihr ja nicht so einfach locker, ne? Das ist manchmal so ein bisschen bedenklich. Wenn wir schon dabei sind, stibitzen wir uns gleich noch die Ätherader da drüben. Bietet sich doch an, oder? Was ist das für eine? Oh mein Gott, das ist ein besonderes Monster. Du bist ein fauler Gorillos. Nee, du bist nicht so besonders. Du bist einfach nur faul. Das geht natürlich auch. Moment mal.
Aha, sieht sich das mal einer an, ne? Noch gleich was Besonderes nochmal für uns. So. Pururos Leibspeise erneut. Die ist hier überall verteilt. Ah, ich glaube, das ist unter uns, ne? Das ist hier gar nicht aktiv. Okay, wir gehen einfach weiter. Dann lassen wir es gut sein. Irgendwie schon wieder mal versetzt in der Höhe, sodass man es nicht sieht. Aber muss ja auch nicht hinter jeder Ätherart hinterher sein. Das passt schon so. Okay, wenn ich jetzt hier entlang gehe, ist nur die Frage, ob ich überhaupt runterspringen kann und das verkrafte, weil das scheint ein bisschen steil zu sein. Ja, ne? Stimmt, da geht's tatsächlich runter. Da wird wahrscheinlich die Ader sein. Oh, 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 Leute, das ist wirklich sehr hoch gerade. Oh, oh. Könnte ein bisschen böse ausgehen, wenn ich das jetzt mache. Na, wisst ihr was? Komm, komm, das schaffen wir. In langsamen Schritten oder so. Ja, komm, komm. Oh boy. Das ist halt schon dezent steil gerade. Oh boy. Autsch. Ey, wir haben es geschafft, also alles gut. Sturzschaden muss man ertragen. Oh, komm, komm, so ein Schnee von gestern, prima, prächtig, dann kann Tritrula ja endlich anfangen mit Arbeit. Wie ist? Freunde dachten, Tritrula wäre schon mitten in Vermessung. Wie kommen Dummi-Dumms denn auf so schräge Idee? Nix da, Tritrula legt jetzt erst los, aber muss gestehen, Freunde waren gute Diener, haben Arbeit schnell erledigt. Da zieht Tritrula glatt, spendet ihr Hosen an und rutsch. Später feine Belohnung raus, also bitte bei Zeiten Tritrula wiederfinden. Macht als nächstes Latschi-Latsch bis zur Gegend hinter vermöppter Chrom. Wann immer Freunden passt, können Freunde Tritrula dort ja einfach mit lauten Hallöchen anquatschen. Ja, tschüssli. Warte mal, was? Moment mal. Hallo? Oh, ist deine Quest nicht auf? Oh, jetzt muss ich da nochmal hinterlaufen. Ach, come on. Oh Gott, ey. Warum? Sprich am entfernten Ende von Xens Passage mit Tritrula, weil es so schön ist. Gleich erstmal wieder backtracken hier und wahrscheinlich erstmal noch mehr Monster vermöbeln. Ist das korrekt? Diese Annahme, ich gehe mal stark davon aus, aber wir werden sehen. Uff. Ja, es ist halt das klassische Quest-Design. Ne? Ich finde es manchmal so ein bisschen fragwürdig. Ich finde manchmal, dass Xenoblade-Quest-Design halt schon etwas outdated ist. Beziehungsweise erinnert es mich immer stark an MMOs. Ich glaube, für jemanden, der jetzt irgendwie, was weiß ich, WoW spielt oder Final Fantasy XIV oder was weiß ich, ist das wahrscheinlich immer ganz nett. Da ist man halt irgendwie vielleicht im gewohnten Flow drin, aber ich finde das immer so ein bisschen... weiß nicht. Was ist denn jetzt los mit dir da drüben? Was gibt's? Tritrula konnte ganzes Gebiet ohne neue Problemchen vermessen. Diener Freunde waren dabei große Hilfe. Wow, wirklich? Okay, das war halt schon ein bisschen billig gemacht, fand ich, weil du musstest wirklich nur hinlaufen und das war's. Da fällt ein, gäb nochmal Klitzi-Winzi bitte. Mögen Freunde für Tritrula Beschützerlein spielen, muss dringend zu Bossi-Boss. Bossi-Boss Mononoe ist Brigadeführer von Pond-Spector-Gruppe, hat behauptet, Schulter von Bionis hätte Riesenschatzi. Wenn Tritrula nur an Bossi-Boss heftet, gibt bestimmt bald Katsch. Katsching-Regen, Tag und Nacht für Tritrula, kann schon riechen. Finden Freunde Gedanken etwa nicht toll, ändern bestimmt Meinung, wenn Freunde alles direkt von Bossi-Boss hören. Also Freunde dürfen Tritrula dann jetzt zum Ort von Bossi-Boss bringen und bitte mindestens wie Prinzessin behandeln. Stufe 66, jawohl. Du bist gelbes Team, okay. Alles klar. Und damit einen weiteren Erfolg hier. Beide Noppon werden langsam aber sicher mehr. Schauen wir mal, dass wir jetzt heute auf die Hälfte kommen oder so. Das wäre schon ganz cool. Geht da flott weiter immerhin irgendwie. Okay. Jo, da hätten wir noch jemanden anscheinend. Und das Zinnoberplateau sollten wir sowieso noch ein bisschen untersuchen, ne? Da hätten wir noch ein kleines Gespräch. Das würde sich auf jeden Fall noch mal anbieten. Ich weiß aber nicht, können wir da in die Höhe gehen? Nicht, dass wir hier eigentlich schon... Eigentlich stünden wir gar nicht schon schlecht, ne? Da wird es weitergehen mit unserer Quest an sich. Ach, guck mal, wir haben noch Xens Passage als Reisepunkt sogar. Können wir doch ein bisschen abkürzen, das ist doch gut. Genau, machen wir es einfach so und gehen mal den Weg dort entlang. Schultersteingeröll. Wir haben noch keinen geheimen Ort entdeckt, kommt mir da gerade so. Das würde bestimmt auch wieder massig EXP geben. Denn aber was es hier an Aufträgen gibt, erstmal. Genau, unten den Prospektor, den suchen wir auch gleich noch raus. Mal gucken, was er für eine Aufgabe hat oder sie. I don't know. Moment mal, das scheint... Jetzt müssen wir hier nur was aufsammeln.
Oh mein Gott. Scheint, als müssten wir nur etwas aufsammeln. Da bin ich ja in was reingeraten. Nein, tschüss. Ich habe keine Lust auf dich. Ich bin hier weg. Tschüss. Hallo. Oh mein Gott, ey. Wie, die sollen hinterher rennen, ja. Ich meine, wir können das sicherlich schaffen. Oh mein Gott, was zur Hölle. Zuello Ogre. Ja, wir sollten ein bisschen was erstmal wegräumen, bevor wir uns da ranwagen. Und wagt euch da ja nicht zu ran, Leute. Ich sag's euch, ne? Schmeißt doch mal um. Was ist euer Problem, WTF? Wenn euch der schon Probleme macht, was soll ich dann zum Großen erst sagen? Hallo, Leute. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Haut drauf. Das gibt's doch nicht. Vielleicht soll ich doch mal zu jemandem wechseln, der selbst, wo ich dann selbst die Combo auslösen kann. Weiß nicht, wie gut Melia sich da schlägt. Als KI. Ja, es wird ja ein bisschen gruselig, ne? Wenn ich jetzt das hier mache. Wir sind da fast auf Trance. Mal gucken. Oh boy, die haben widerstanden in der Explosion. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Könnt ihr bitte... Ich will nicht die Hallo? Was macht mein Tank? Was macht mein Tank gerade? Oh, ich bin da schon wieder ready. Oh, oh. Puh, das war verdammt knapp. Bitte mal da drauf gehen, okay? Oh, 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 oh. Ganz schön knappe Sache, Leute. Was zum Geier? Warum? Hörst du auf damit? Lässt du das bitte mal? Wo zum Geier lebt? Oh mein Gott. Katastrophe, ey. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ah, Leute. Das gibt's doch nicht. Aha. Und wir waren relativ nah dran. Das war halt der Boss noch übrig. Wie fies. Aber wir müssen dieses Item finden. Wir sind leider immer noch nicht bereit, mal einen Inspektorenangriff zu machen. Und die Gruppenleiste geht hier echt schnell runter, sehe ich so. Es ist mir gefühlt wirklich ein bisschen zu schnell in diesem Spiel. Also schon ziemlich massiv, wenn ich mir das so angucke. Okay, okay, okay. Ja, ist doch schön, dass noch so viel Loot rumliegt. Wartet, was? Ach so, der ist nur... Ist der nur tagsüber da? Nein, ist er nicht. Aber der Boss anscheinend, oder? Hm. So geht das natürlich schon eher. Irgendwie werde ich sehr gerne zum Ziel. Ich frage mich, wie gesagt, wirklich, was mein Tank hier macht. Hey, Moment mal, Healing drauf, bitte. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Scheint hier wirklich standardmäßig so gut schon aus. Ah, wir haben endlich unsere Gruppenleiste. Die will ich mal aufsparen für einen besonderen Gegner, wenn dann. Das ist es halt. Jetzt ist er natürlich wieder nicht da. Sehen wir mal, ob er irgendwann mal auftauchen möchte. Nochmal. Vielleicht muss man ja nah genug ran. Das sieht so aus, als würden die ja Reihe nach spawnen. Ja, ist auch so. Ich weiß gar nicht, kann man sich das holen überhaupt so? Verbogener Reif, doch das geht. Aber ich würde es trotzdem sagen, jetzt fordern wir halt mal raus. Ist ja auch gar nicht mehr so viel da. Ich
Sehr schön. Jetzt ist die Leiste mal da. Dann würde ich sagen, let's go. Probieren wir es auch mal aus. Roter Komet, Flächenangriff. Heilung plus Schwächung immun. Flächenangriff mit Ohnmacht plus Stärkesenkung. Wollen wir uns immun machen, ist jetzt die Frage, ne? Das ist schon ganz cool. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er sonst so rausgehauen hat. Das hier geht halt nur auf einen Gegner. Flächenangriff mit Ohnmacht klingt eigentlich ganz cool. Vor allem, ja, komm, mach mal. Oh, verdammt. Ah. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, ich bin... Das ist das erste Mal, dass ich den einsetze. Katastrophe, ey. Richtige Katastrophe. Das war ja gar nichts, wow. Das war richtig bitter. Uff, wie ärgerlich. Erstmal das hier, bitte. Und bitte schwächt ihn ein bisschen, ja. Oh, Tank Healing. So viel dazu. Leute, kommt schon. Das kann nicht so schwer sein. Verdammt, ich muss sie aufmuntern. Super wichtig. Sehr gut, auch die Rüstung raus, Schulk. Ja. Der hat anscheinend auch ein bisschen Aggro gezogen, wenn ich das richtig sehe. Weit weg. Nein! Macht ihn fertig. Oh Gott. Schon wieder dezente Angst. Komm schon, Leute. Schnell. Schulk! Du ziehst mir so viel Aggro. Oh nein, jetzt ziehe ich die Aggro. Bitte nicht. Leute, zieht die Aggro auf euch. Hilfe! Aber sieht bisher ganz gut aus, aber ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Okay, das kriegen wir hin, ja. Oh, mein Gott, ey. Harter Brocken, ganz schön harter Brocken. Lieber Scholli. Und den Angriff haben wir erstmal voll gefailt, aber egal. Wir haben es geschafft, das ist alles, was zählt. Leider kriegen wir irgendwie immer nur Waffen für unsere Noppon-Kollegen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Egal. Geschafft ist geschafft. Freuen wir uns einfach über unseren Sieg. Und auch eine weitere Talentmünze, die können wir dann auch demnächst mal im Shop einlösen. Passt. Ah, diese Ader haben wir doch letztens mal gesehen, glaube ich. Jetzt sind wir mal dran gekommen. Schön. Stärkesenkungen, einige. Auch nicht schlecht. Und bitte keine Truhen übersehen. Nehmen wir natürlich noch mit. Na, was haben wir denn da? Zerkratztes Jubel. Okay. Ja, auf zum nächsten Ponspector. Wow. So viel dazu. Danke dafür. Oh, warum spammen die Fesseln? Macht mich wahnsinnig. Da habe ich mal auch schön auf Distanz die Fessel eingesetzt, weißt du? Damit es so richtig viel Spaß macht. Hier, Explosion. Plus das hier. Dürfte lustig werden. Ja. Viel Spaß, ne? Haben wir richtig schön erledigt. Also. Du. Wir gehen mal schön an dir vorbei. Pentipa. Qualifiziert, zertifiziert und in jedem Fachgebiet versiert, Ponspector Pentipa Weißrat, selbst wenn gar keiner darum bat. Nu, Vermessung von Gegend hat Pentipa schon vor ewiglicher Ewigkeit fertig gemacht. Vergnügt sich jetzt mit Ausübung von Privathobby, detailgenaueste Analyse von Ökosystemen vor Ort. Nu, Freunde meinen, Pentipa soll Pöpöchen hochkriegen und wieder mit Ponspektorengedöns weitermachen. Aber Pentipa ist doch fast fertig mit Analyse, muss bloß noch 52 weitere Spezies detailgetreust dokumentieren. Ah, Pentipa hat Geistesblitz, sie gibt Rätsel auf und wenn Freunde lösen können, dann hört Pentipa mit Forschung auf. Sind Rätsel, die auf Hobby von Pentipa basieren, machen bestimmt Spaß und lassen ordentlich Kopf hier rauchen. Und nun Lauscher gespitzt, hier ist Rätsel. Ding gräbt und schwebt und hat Gesicht, doch wehe, Ding hat Augen nicht. Okay.
Bitte rausfinden, was Ding ist und dann Ding zur Pantybar bringen. Finde ein Item, das gräbt und schwebt, aber keine Augen hat. Okay. Ui, Freunde bringen einen Himmelsmaulwurf. Sind winzig Krallen an Knuddelpfötchen, nicht schnucki putzlichster Anblick. Oh, ein Glück, dass ich immer so fleißig sammel. Prima, prächtig. Himmelsmaulwurf wird vorzügliches Forschungsobjekt für Studierei von Pentipa abgeben. So, geht weiter. Bitte Grauzellen in Hörnis wieder Raum laufen lassen. Freunde sollen diesmal gewisses Monster suchen. Name von Monster ist Schlüssel zu Schloss. Klingt Name von Monster wie kühner Mythos? Freunde müssen nur passendes Monster finden und Piff-Paff machen. Pentipa bleibt fein hier und beobachtet und nicht nur so tun, als ob Piff-Paff gemacht. Pentipa hat Riecherchen für Lügerei. Freunde dürfen dann abtanzen. Pentipa macht Cookie-Cookie aus sicherer Entfernung. Oh, wirklich, dein Ernst? Das sind die Dinger da unten. Okay, weißt du was? Sollen wir runterspringen? Ach, ist mir jetzt auch egal. Bringen wir es schnell hinter uns. Sehr gut, dann konnten wir kurz dazwischen landen. So. Wenn wir schon dabei sind, gibt es da drüben anscheinend auch irgendwas. Dann legen wir mal kurz diesen Lycos hier. Es ist wirklich so, dass er gerne Rüstung spammt, dieser Schulk. Wenn er auf KI gestellt ist. Das schon wieder gleich zu Kampfbeginn vor allem gemacht. Aber okay. Ich meine, es hält auch nur begrenzt. Ist doch irgendwie seltsam, wenn er das so macht. Na meint. Oh, verbündeten Ruf. Vielleicht kommt hier Verstärkung. Aber anscheinend kam es zu spät. Okay. Gut so. Puroros Leibspeise. Schon wieder mal. So, und da sind irgendwo unsere Questgegner. Moment mal. Ist das jetzt ein weiterer? Moment. Bin ich gerade oder ist das jetzt schon wieder ein anderer? Oder warst du Team Rot? Okay, du warst wirklich Team Rot. Hä, Moment mal. Ich hatte doch gerade noch die Markierung. Sind die noch zu bestimmten Tagen? Warte. Wenn sie gerade eben da waren. Ich habe die Quest doch mal... Nein, ich habe sie nicht markiert. Moment. Entschuldigung. Da müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Oder war sie gerade? Tetrulas Trotz... Ne, Tetrula haben wir ja erledigt, genau. Rätselhafter Pentipa, das ist es. Ach, warte mal, wir haben den schon erledigt. Ach, Like, oh, Lycos, natürlich, das war's schon. Oh, das war jetzt reiner Zufall, dass ich den angegriffen habe. Ich dachte, irgendeiner von denen wäre das. Wie lustig. Okay, das war echt reiner Zufall, aber stimmt, ja, natürlich. Jetzt habe ich so nachgedacht, Moment mal, was ist hier los? Wow, ich habe einfach... dem gar keinen Gedanken mehr gewidmet, so dachte mir, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber cool. Ist doch auch mal ganz schön, wenn sich so eine Quest ganz automatisch erledigt irgendwie. Und man gar nicht weiter dran denkt. Klasse, da haben wir wirklich die Hälfte der Prospektoren jetzt dann zusammen mit ihm hier. Pentipart, spektakulöses Pfiff-Pfaff wird angesehen, stand zwar nur hier rum, aber war ein Geist bei Freunden. Hat nebenbei noch batzig viel über Lycos gelernt. Reicht bestimmt für mindestens 2 wissenschaftliche Durchbrüche. Aber erstmal hält Pentipa Versprechen und kehrt zurück zu anderer Arbeit. Genau, das wollten wir doch hören hier. Schwächeresistenz. Nano, Momentchen mal. Arbeit kann noch warten. Pentipa muss ja noch zu Bossiboss Monono befragen, wegen gewisser Sache. Bevor Pentipa hier gelandet ist, wurde Archäologieinstitut von unbekannten Schurkischurken durchwuselt. Danach war gewisses Memo einfach weg und Pentipa hat bereits begründete Vermutungen, wer Übeltäter sein könnte. Hatte mich kurz danach Bossiboss mit unruhig hin und her hopsenden Augenklein entdeckt. Ist ja wohl mega verdächtig. Tut nichts zur Sache, dass Bossiboss Boss ist. Fieslinge müssen gerechte Strafe kriegen. Pentipa schwört, bringt nicht ins Dunkel. Yes, sauber. Stufe 67. Freunde suchen andere Ponspektoren. Pentipa hat ungefähre Idee, was genau ein Ponspektor betrifft. Lausche auf. Perfekt, wunderbar, sehr gut. Noch mehr Infos. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nutzen wir einen Schnellreisepunkt und widmen uns vielleicht mal wieder normalen Missionen. Einfach immer so ein paar Ponspektoren mitnehmen, dann wieder normalen Kram widmen. Klingt zumindest nach einer gesunden Mischung. Xens Passage. Ach ja, genau, wir können die Quest noch abgeben. Richtig, das machen wir auf jeden Fall noch. Das ist klar. Also, wir haben da was Tolles gefunden. Wurden zwar ordentlich vermöbelt dafür, aber okay. Oh, ihr habt den Armreif gefunden? Ja, das ist er tatsächlich. Aber ist ja ganz verbogen. Der Reif war voller prächtiger Verzierungen, um dadurch Feinde aus dem Konzept zu bringen. Oh, das funktioniert bestimmt immer. Vor allem bei solchen fiesen Monstern. Mein Bruder muss ihn im Kampf einem Gegner entgegengeschleudert haben. Danke, dass ihr den Reif für mich zurückgeholt habt. Ich werde ihn von nun an mit Stolz tragen. Ich hoffe, er wird mich dazu inspirieren,
andere ebenso zu beschützen, wie mein Bruder es getan hat. Hier habt euch eine Belohnung verdient und danke nochmal. Ja, sehr schön. Die Mission wäre auch erledigt. Jo. Nehmen wir. Nun aber wieder unserer normalen Quest widmen. Und nebenbei können wir auch ein Gespräch mitnehmen. Das ist natürlich besonders schön, da freue ich mich schon. Ist das dann eine Eisäterader? Das sieht ein bisschen danach aus, oder? Können wir natürlich auch gerne noch mitnehmen. Anscheinend haben wir da drüben sowieso noch eine weitere Quest. Die könnten wir theoretisch auch noch annehmen, bevor wir weiterziehen. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Ja, Eis. Brandschutz. Und mehr Brandschutz. War wohl früher mal die Feuerwehr hier. Und dann ist eine Ätherader drüber gewachsen. Ugh. Alles ist ja aggressiv. Why? Warum seid ihr alle so aggressiv? Aggressive Eule. Weg mit dir. Erinnert mich daran, dass ich selbst mal irgendwie so eine... Das war sehr, sehr witzig. Ich hatte mal irgendwann einfach so eine Eule bei mir am Fenster, die ist da nicht mehr weggegangen. Und hat das mehrere Tage am Stück durchgezogen. Das war sehr amüsant. Das Vieh war auch ein bisschen aggressiv gefühlt, also konnte es sich nicht wirklich nähern. Aber ist auch nicht weggegangen. Es war weird und ich war froh, dass mein Fenster zu war. Das war dezent gruselig und irgendwie aber auch voll lustig, ich weiß auch nicht. Das war sehr seltsam, aber ja. Das Vieh wollte da nicht mehr weggehen. Und irgendwann war es dann doch mal weg. Aber so ein paar Tage hat es sich gedacht, hey, ich finde dein Fenster eigentlich ziemlich cool, Chris. Okay. Ich gehe hier nicht mehr weg fürs Erste. Und wehe, du näherst dich. Aber wie auch immer, wie gesagt, war nicht mehr lange da. Aber schon irgendwie so ein Highlight. Weil ich glaube, ich habe selbst irgendeinen Stream geguckt und so, dann war es auf einmal da. Ich bin da so übelst erschrocken. Aber... wie auch immer. Nämlich da solche Eulenäuglein auf einmal anstarren am Fenster. Und das Ding hat sogar geklopft an die Scheibe mitunter. Echt weird. Nicht, dass es irgendwas beschädigt hat oder so, aber... gut. Pororo? Nunu, was soll ich nur tun? Gib Pororo doch nur einmal. Alles aufsammeln ist zu viel für einstücklichen Pororo. Nu, sind reisende Freunde etwa Reisende? Prima, prächtig, sind genau richtig, um bitte von Pororo anzuhören. Ja, wir sollten uns das genauer erläutern lassen. Ganz genau richtig. Erst dann können wir entscheiden, wie wir behilflich sein können. Pororo ist bei pompöser Persönlichkeit in Korb an Pteros mitgeflogen. Aber dann gab Loch in Korb und ganzes Schnabulierzeug, das dabei hatten, ist auf Schulter von Bionis runtergerasselt. Pororo gibt zu, war etwas unaufmerksam. Hat erst nicht mitgekriegt, aber Boss hat bemerkt und stinkwüterig geworden. Waren kostbarstige Kostbarkeiten für Verhökerung im Fall von Katsching-Krise. Pororo geht sofort los und holt wieder. Ist genauer Wortlaut von Befehl. Happy Regen über Schulter von Bionis war voll mit Leibspeise von Pororo, würde also schon gern wiederholen. Aber Schulter von Bionis ist auch voll mit fürchterfließigen Viechern. Ist zu gefährlich für arme Pororo. Richtet daher bitte an Reisefreunde. Würden Reisefreunde wohl unterwegs Leibspeisen von Pororo einsammeln? Ach. Ah, okay, ja, stimmt ja natürlich, dass... Oh, ich dachte ja gerade der Name, ne? Aber klar, natürlich, das sind ja die Dinger, die wir immer gefunden haben schon. Farbenprächtiges Dankopon für Hilfe. Bitte bei Fund von Leibspeise einfach immer antanzen und verlaut geben. Ist riesigliche Aufgabe, also bitte Pororo laufen Belohnungen an, in Proportionen zur Anzahl an gefundenen Happy. Jo. Ei. Ich muss ja wirklich sagen, das Spiel ist wirklich massiv vollgepackt mit Fetch-Quests bisher. Mir gefällt's nicht, weil bisher wirklich jede einzelne Quest nach exakt demselben Schema abläuft. Ich bin's halt gewohnt von Xenoblade an sich, aber es ist irgendwie so, könnte nach den Jahren vielleicht doch mal was dazulernen in dem Bereich. Nicht so ungut, aber das ist so meine Kritik. Das ist etwas unangenehm auf Dauer. Weil du kannst halt einfach mit Questdesign auch viel mehr machen. Und ich sage immer, lieber hast du weniger Quests, aber dafür halt richtig gute Quests. Quests, die in Erinnerung bleiben. Oder einfach kreativ sind. Und manchmal reichen eigentlich auch ziemlich lustige Dialoge, aber gut, wir werden jetzt mit sehr vielen Nopporn konfrontiert und jetzt wird es dann tatsächlich etwas anstrengend auf Dauer.
Oh, das ist so anstrengend, die Doppelnummer zu sprechen. Das ist das andere. Aber egal, das ist mein Problem. Das hat nichts damit zu tun. Okay, wir sind da. Cool. Tierlands Labor. Wollen wir mal reingehen? Was ist da hinten? Moment mal. Aha, Pururos Leibspeise. Also auch hier. Sieh mal einer an. Also rein mit uns. Huch. Ganz automatisch hier. How many times have I told you, you do not go there alone? But I really needed that material. Doesn't matter. Why did you disobey me? If something happened to you, we would lose everything. Tyrea? Melia? Huh? Wait a second. You know Melia, big sis? Tyrea's your big sis. Oh, mit diesem Outfit und so. Vermute schon wieder was. Right. That explains how you came to the capital just in time to save Teelan's skin. Sorry. Sorry for the trouble. Truly. Although I am glad you were there. Yeah, you really helped me out, Shulk, Miss Melia. And you too, Kino, Nene. Tyrea, I didn't expect to see you here, helping Teelan with his research. Yes, well. Tyrea, she's changed. Ist das so? Ich bin Teelan. Trotzdem misstrauisch, aber gut. I'm going outside for a bit to get some air. Got it. I didn't know you all knew Big Sis Tyrea. How'd you meet each other? Well, that's because Tyrea and I share an older brother. Huh? Das ist nett formuliert. Does that mean you and her are sisters then? Sisters? No. It's rather more complicated. But sisters, we are not. Hmm. Well, still, that means you know her from way back. What was she like? Hmm? I've only known her here, in this place, so I gotta wonder how she was before. She was... Oh Leute, die Schreie im Kampf. Das sind die wahren Flashbacks, die ich dabei bekomme. Entschuldigung. She was strong. Both in body... And in her conviction for doing what she thought was right. Wow! Pretty much the same as how she is now, then. When it comes to our research, she's even more committed than I am. So she has not forgotten her mother. Where did you and Tyrea meet? It was when she saved me from the Fog King. On a trip to Alkemoth, like today. What? No, no, no. At the time, everyone was still living there. Before the Fog King showed up? Yeah, and then after we all escaped, I was kind of on my own, so Tyrea brought me here for safety. One moment. Teelan, was your father not still around? My father was killed by the Fog King. Is that so? I'm sorry. Teelan just like Kino. Brave little pun. I think I'll get some air too. Go ahead. I've still got things to ask Teelan, so I'll stay with him. Good, thank you. Shan't be long. Miss Melly, Kino go too. Kino, please read room. Dieser Aufbau ist trotzdem irgendwie ungewöhnlich, finde ich, so storytechnisch, wie sie ihre Handlungen erzählen. Aber irgendwie so ruhiger insgesamt, habe ich so den Eindruck. Tyrea. Of all the people to meet out here,
How did you? Pure chance. After everything, I wandered aimlessly looking for somewhere to die. Then, at some point, I landed here. So then, you were here all along? That's right. And so, when the capital fell here, I thought Mother had finally granted me my boon. But it was full of Telethia, and survivors cast adrift. Not to mention this Fog King. Yes. He'd be the one to end it. Or so I thought. Until fate had me save Teelan, and death ceased to be an option. Your mother, she did not grant you a dying place. She gave you our future by crossing your path with Teelan's. My helping with Teelan's research is a simple matter of give and take. If you really believed that, you would not have treated him half so warmly. I can tell that when you look at Teelan, you see family. Even if it was once transactional. His research concerns the future of our race. That fact remains. The future of the High Entia, huh? And what about you? Me? You must have heard. Our brethren in this land are suffering. Yes. You are the Imperial successor. The Crown Princess, war or no war? No. Empress now. What will you do about the future of our race? I have not planned that far ahead. However, I know enough to realize what I must do right now. I hope to see it. This future you will build for us. And when I do, I hope I'll be able to accept what I now am. Empress Melia, so you are ready to lead us after all. It shall be my privilege to clear the stones from your path. Ach du meine Güte, so ein irrer Fanatiker ist halt wirklich irgendwie auch noch echt gruselig. Stalker-Fanatiker, Rassist, danke dafür. Und hat auch noch so ein komisches Happy Face. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja so unsympathisch. Oh mein Gott. Miss Molly, you here? Did you learn anything from Teelan? A little. He said that for all the details, we ought to talk to Radzum in Grandel. Meeting should be no problem. Teelan say he send word to guard at Grandel ramparts to let friends through. Before we visit this Radzum, I have something I wish to discuss with you all. What is matter now? The High Entia who live here now have lost all hope for the future. I have a duty. As the Imperial successor, I must safeguard their future. This will sound selfish, I know, but will you stand with me? Of course I will, Melia. Kino, too. And also Nene. Thank you. It means a lot to me. Right. Off to Grandel we go. So, so. Jetzt wissen wir zumindest, dass wir auch beobachtet werden auf dieser ganzen Linie. Ich stelle mir nur vor, wie alle eigentlich irgendwie mit dabei sind, aber sind einfach so offscreen hinter der Kamera. Ist schon lustig. Ach ja. Aber was wird dieser komische Typ machen? Ja, ja schon creepy, ja, sehr creepy. Oh, ich liebe diesen Soundtrack, der hier spielt. Ich kann es immer wieder betonen. Es ist ganz fabelhaft.
generell. Man fühlt sich immer wie zu Hause. Irgendwie ist das so schön. Ich weiß auch nicht. Xenoblade ist schon einfach toll, was das betrifft, dieses Feeling. Ja, jetzt habe ich natürlich meine Quest hier aktiv, ne? Ich lasse mal kurz sehen. Das ist natürlich irgendwie dezent ätzend. Hier, Fundbüro ist es, oder? Jo, mit Pororos Leibspeise. Ich setze es mal aktiv, damit wahrscheinlich auch schon alles angezeigt. Genau, das sind alles die... Oh Gott. Das Abklappern wird ziemlich nervig. Ich glaube, das mache ich tatsächlich offscreen, Leute. Ich glaube, das ist das Erste, was ich jetzt mal offscreen mache. Ja, definitiv. Also, das ist einfach so... Oh, wenn wir das alles jetzt so im Part machen, ich glaube, das ist tatsächlich eher stressig. Insgesamt. Weil es ist wirklich nur Abklappern von Orten. Aufsammeln und yo. In dem Fall kann ich vielleicht auch ein bisschen schon mal leveln. Ich weiß aber nicht, wie notwendig das ist. Bisher schien es jetzt nicht so notwendig zu sein. Mal gucken. Ich gucke einfach. Ich mache ein paar Monster auf dem Weg. Ich werde aber definitiv keine besonderen Monster herausfordern. Aber ja, nach einer kleinen Offscreen-Session geht es quasi weiter. Aber das heißt, ich werde euch beim nächsten Mal einfach die 20 Dinger haben und dann starten wir da drüben, um die Quest gleich abzugeben. Und dann können wir eigentlich ja, uns noch einen von diesen Noppern holen. Was sagt denn unsere Karte eigentlich? Also wo soll es eigentlich als nächstes hingehen? Lass mal sehen. Ah ja, okay, da drüben. Ach nee, Quatsch, das ist die andere Quest, richtig? Stopp, Moment, das ist ja immer die Fahne, die das anzeigt. Ah ja, okay. Okay, wobei ich kann noch gar nicht alles einsammeln, aber dann sammle ich zumindest alles ein, was hier in diesen Gebieten liegt. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Alles, wo ich schon hin kann. Da anders formuliert, ich nehme alles, was an Orten liegt, die wir schon gesehen haben. Das ist, glaube ich, am besten, weil sonst nehme ich eventuell dann doch was weg. Das wäre dann unschön. Ich will schon, dass wir alles sehen können in den Parts. Das ist mir wichtig. Und das kriegen wir auch sicherlich unter. Aber ja, dann zumindest genau alles, was in dem bekannten Gebiet liegt, sammle ich schon mal ein. Ist das schon mal erledigt, dann muss ich halt da drüben ein bisschen fleißig sein. Weil es ist ja gar nicht mehr so viel, was dann da drüben zu sehen ist. Kriegen wir hin. Und dann gucken wir auch mal vielleicht wegen Gesprächen nochmal, dass wir beim nächsten Mal noch, auf jeden Fall noch was dabei haben. Lass mal sehen. Ruhige Momente. Genau, an der Schulter des Bionis gibt es hier noch eins. Jederzeit muss ich nochmal gucken, wo genau das ist. Aber werden wir sicherlich mitnehmen können. Insofern, bis zum nächsten Part, Leute.